Hallo ihr Lieben, hier ist die Abby. Ja, heute gibt es ja kein Kaufvideo von ja, Pferden, sondern ich möchte Haustiere kaufen und zwar nicht irgendwelche Haustiere, sondern ich möchte alle Füchse kaufen, die es hier in Star Stable zu kaufen gibt. Ja, ein Fuchs habe ich ja schon, den schauen wir uns gleich mal an und die restlichen werde ich jetzt noch dazu kaufen und ich würde sagen, wir starten mit dem Video. So, okay. Ja, wir sind jetzt hier bei mir im Stall. Und ich würde sagen, wir gehen mal hier. Oh, ja, wenn es gehen würde. Ja, wir gehen mal hier in den Kleiderschrank rein und schauen mal hier bei Haustiere. Das sind alle Haustiere, die ich bisher habe. Also sind jetzt nicht so viele, finde ich zumindest. Und ja, hier, wir können es ja mal so machen jetzt. Genau, diesen Fuchs, den habe ich schon. Und ich muss sagen, ich finde die Füchse echt super süß, wenn wir ihn mal rauslassen. Er kann nämlich auch mitlaufen, aber das wissen ja sowieso die meisten. Und genau, den habe ich schon. Und ich würde sagen, wir kaufen jetzt mal noch die, ja, die anderen Füchse alle dazu. Da bekommt er seine Geschwisterchen dazu, ja. Und ich würde sagen, wir sehen uns gleich in Dandal. All the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Okay, da wären wir. Und ja, die gibt es hier, wie gesagt, hier in Dandal bei Kit Kurzhaus. Okay, ja, das wären jetzt noch diese restlichen drei hier. Also, wie gesagt, ich habe ja den schon. Wir können. Nee, wartet mal, ich setze den mal. Ich setze den mal so hier rein, da kann man es vielleicht ein bisschen besser sehen. Und mir gefällt vor allem. Ui, die sind aber wirklich sehr teuer, sehe ich gerade. Oh, das ist der teuerste. Oh je, das kostet ja, das ist ja ein ganzes Pferd. Aber gut, ich finde sie wirklich knuffig. Ja, knuffig. Ja, genau. Den roten hier finde ich ganz besonders schön. Und ja, ich würde sagen, das tut mir zwar ein bisschen um die Starcoins leid, aber naja, gut. Genau, diesen Fuchs hier, diesen roten, da. Wartet mal kurz. Genau, diesen roten hier. Ich wollte ja nochmal zeigen, wie das in der Satteltasche aussieht. Den roten finde ich, wie gesagt, am schönsten, glaube ich. Ich weiß auch nicht, weil das irgendwie am natürlichsten, ja. So, okay, dann kaufen wir den mal. Der, oh, der ist ja, also der hier gefällt mir, wie gesagt, auch super, aber ich finde, der sieht auch irgendwie total süß aus. So von der Farbe, aber die können wir uns ja gleich nochmal genauer anschauen. Ich finde es aber, ehrlich gesagt, ein bisschen zu teuer. Ja, muss ich sagen. Also, das da kosten ja man. Also, das kostet ja mehr als so ein Pferd. Also, so ein billiges Pferd. So, also, ja. Naja, gut. So, den haben wir auch gekauft. Und dann kaufen wir noch den letzten hier, den Schneefuchs. Der ist so weiß. Ui, das sieht sehr schön aus. 549 Starcoins. Oh mein Gott. So, okay, das ist erledigt. Jetzt würde ich sagen, hier rennt sie auch schon rum. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns mal die Füchse, ja, von da näher an. Also ich glaube, die Füchse sind auch irgendwie meine Lieblingstiere mit. Ich weiß es auch nicht. Ich finde die irgendwie, ja, ich finde sie wirklich sehr, sehr süß. Genau, also den hier, den haben wir ja, wie gesagt, schon hier. Können wir ja trotzdem nochmal anschauen. Die Farbe finde ich auch wunderschön. So, dann holen wir mal die anderen hier raus. Fangen wir mal mit dem teuersten an. Das wäre der hier.
So, genau. Oh, der hat so schöne blaue Augen. Aber ich finde den Preis ehrlich gesagt trotzdem ein bisschen zu teuer irgendwie. Ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ich finde das, ja, ich finde das ist nicht. Klar, die sind toll, aber ich finde das irgendwie nicht gerechtfertigt. So, das weiß auch nicht. Ich find's einfach zu teuer. Das ist Fakt. Ja. Ja, so sieht der aus. Können wir ihn ja mal rauslassen, wie der da aussieht. Weil es macht, glaube ich, mehr Sinn, wenn man sie rauslässt. Und ich glaube, ach nee, das wartet mal, das funktioniert so nicht. Da muss ich kurz mal absteigen. So. Genau, und dann kann man nämlich das so machen. Ach so, so brauchen wir auch kein Foto machen. So sieht man es eigentlich auch. Hier hinten ist das dann so dunkel. Also das sieht aber schon süß aus. Also das muss man auf jeden Fall sagen. Oh, ist das süß. Genau, das ist der Weiße, der teuerste. Oh, süß, er springt. So, jetzt nehmen wir mal noch den. Okay, das war jetzt, genau, das war. Ja, jetzt nehmen wir noch den Aschgrauen. Den Aschgrauen Nebelfuchs. Wo ist er denn jetzt überhaupt? Ach, hier ist er ja. So, ja, komm mal her. Also, ups, also ich finde. Ich muss sagen, der hier gefällt mir auch richtig gut. Und die haben hier sogar diese Schnurrhaar. Und der hat so schöne grüne. Er hat so schöne. Ui. Er hat so schöne grüne Augen. Ja, sieht man ja, ne? Also. Oh, ist das süß. Schaut mal. Das sieht so süß aus. Oh, süß. Einfach süß. Ja, ich finde die Augenfarbe schön. Die sind so schön grün, die Augen. Das passt. Also ich finde, das passt sehr gut zu Abigail. Der hat grüne Augen und Abigail hat auch grüne Augen. Oh, schön. Gefällt mir richtig gut, auf jeden Fall. So, genau. Also ja, es ist auf jeden Fall kein Fehler, die zu kaufen. Aber wie gesagt, auch der ist mir einfach etwas zu teuer. Ja, eigentlich. So, wartet mal, ich wollte noch mal ganz kurz. Wo ist er denn jetzt? Ich wollte bei ihm noch mal ganz kurz schauen, was das für eine Augenfarbe war. So. Okay, das waren einfach solche grau-braunen Augen. Aber wie gesagt, den hatte ich ja schon und den finde ich auch sehr schön. So, dann nehmen wir nochmal hier den letzten, der mir glaube ich, am besten gefällt. Obwohl, ich weiß nicht, irgendwie, die haben alle irgendwas Besonderes. Und machen wir mal hier so. Oh, den roten, Das sieht auch echt süß aus, oder? Also ich finde den roten echt schön. Also ja, wie gesagt, ist der natürlich, weil Füchse sehen ja so aus. Genau, wer hätte es gedacht, dass Füchse rot aussehen? Ja, jedenfalls, ihr wisst schon, was ich damit sagen will. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Und ja, diese roten, naja, rotbraun würde ich fast sagen. Rotbraun Augen, das sieht auch sehr, sehr süß aus. Also ja, die sind auf jeden Fall sehr schön gemacht. Und ich lasse ihn mal hier mitlaufen, mal sehen, wie das aussieht. So. Oh, ist das süß. Oh, er hat jetzt natürlich so komischen Buckel hier. Oh, das sieht aber süß aus, ne? Das sieht echt, also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr süß. Ich laufe, glaube ich, nochmal weiter. Mal sehen, ob wir jetzt eine bessere. Oh, das sieht, jetzt haben wir es. Das sieht so süß aus. Mal schauen, ob die Schärfentiefe hier wieder funktioniert. Ich glaube es aber nicht. Doch, es geht wieder. Weil das ging nämlich irgendwie nicht. So, guckt mal. Oh, das ist süß. Das sieht so süß aus. Ich mache mal hier so ein Foto. Oh, ich finde das echt süß. Sieht niedlich aus. Auf jeden Fall. Guckt mal. Ja, ist auf jeden Fall. Also, naja, falsch kann man nicht mal. Aber die Starcoins halt. Ja. Ups. Oh, ich kann nicht mehr laufen. So hier. Schaut mal. Ach, er rennt. So, was ist das? Also wenn ich zu Fuß laufe, das geht so nicht. Also wenn ich zu Fuß so normal laufe, dann, komisch. Dann sieht das so ein bisschen, irgendwie ein bisschen komisch aus so. Und wenn ich renne, dann passt das. Sehr cool. Ich finde es auf jeden Fall sehr süß. Und ich glaube, das könnte man so benutzen, das Bild. Genau. So, okay. Wo ist denn jetzt eigentlich mein Pferd?
Naja, egal. So, okay, ich denke, das war's an der Stelle mit den Fuchskäufen, wie auch immer. Und ja, es war jetzt mal, ich dachte mir, ja, mache ich mal ein anderes Video, weil, wie gesagt, alle Füchse, also ich wollte die sowieso alle haben. Deswegen habe ich das jetzt hier mal so, ups, miteinander verbunden. Und mal was anderes, genau, als wie jetzt immer noch Pferdekauf. Gut, okay, ich hoffe, wie gesagt, es ist okay für euch gewesen so. Und ich hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream wieder. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag ab morgen. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und bis bald, ihr Lieben. Und schreibt mal in die Kommentare, was ihr so für Pets habt, also für Haustiere habt und ob euch der, ja, die Füchse auch gefallen. Okay, bis bald.